Es ist früh Morgen und ich habe mich mit dem Velo auf den Weg gemacht, auf den Dietschiberg in Luzern. Es geht darum, dass ich die Lichtverhältnisse am Morgen früh anschaue für ein folgendes Projekt mit einem Kunden. Und ich habe gedacht, wenn ich schon da oben bin, dann nehme ich noch ein Stativ und eine Kamera mit und mache noch eine kleine Timelapse vom Erwachen von Luzern. Der Sonnenaufgang ist durch. Es ist nicht ganz so rausgekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Sobald die Sonne über der Rigi war, sind die Wolken reingezogen und die Sonne war eigentlich immer leicht bedeckt von den Wolken. Das heisst, ich habe auch tendenziell Bilder ein bisschen unterbeleuchtet, weil die Sonne nicht so grell geworden ist. Bei einer Timelapse ist es ganz wichtig, dass man alles manuell einstellt. Ich habe Blende, Verschlusszeit und ISO fix eingestellt und habe den Weissabgleich auf 5600 Kelvin, das heisst am Tageslicht, angepasst. Jetzt geht es zurück ins Büro und wir werden dann auch sehen, ob sich meine Vermutung, dass Bilder leicht unterbelichtet sind, bestätigt. Zurück im Büro ist es natürlich wunderschön, wenn man von seinem Geschäftspartner mit einem Kaffee begrüßt wird. Und dann habe ich nämlich schön Zeit, zum Daten überladen und ein bisschen Kaffee trinken. Bevor wir das Footage ins Premiere importieren, haben wir uns angeeignet, das Footage umbenennen mit einem Rechtsklick, Objekte umbenennen und geben einen logischer Name für das Footage ein. Normalerweise tun wir Videodateien per Drag and Drop ins Premiere importieren. Bei einer Timelapse sieht das etwas anders aus. Und zwar haben wir ja ganz viele Bilder gemacht, die wir in einem Video aneinanderreihen wollen. Und für das kann man in Premiere einen Rechtsklick machen. Bei unserem bestehenden Ordner Footage und dann auf Importieren und Bildsequenz auf dem Server suchen. Und dann muss man das erste Bild als Bildsequenz importieren. Und zwar geht man für das aufs erste Bild. Und links unten hat man hier ein Kästchen, das heisst Optionen. Man muss schauen, dass hier das Häkchen bei Bildsequenz gesetzt ist. Wenn das Häkchen gesetzt ist, kann man auf Importieren und dann werden all die Bilder, die nach dem ersten Bild in diesem Ordner sind, in Premiere importieren. Nach dem Import wird man natürlich recht schnell mal schauen, wie sieht das Ganze aus. Das heisst, wir ziehen unser Footage in unsere Sequenz rein und rendern es gerade einmal, damit wir es flüssig abspielen kann. Wie ihr wahrscheinlich selber auch gerade gesehen habt, hat sich das mit der Helligkeit ein bisschen bestätigt. Ist aber gar kein Problem, weil man könnte das im Nachhinein noch ein bisschen anpassen. Bevor wir aber die Helligkeit anpassen, tun wir zuerst die Geschwindigkeit anpassen. Und zwar ist das Video im Moment 18 Sekunden lang. Ich habe 450 Bilder gemacht. Wenn wir 25 Bilder pro Sekunde abspielen, gibt das 18 Sekunden. Und das ist mir persönlich ein bisschen zu lang. Es passiert auch nicht so viel während den 18 Sekunden. Das heisst, ich tue sicher mal vorne und hinten am Video ein bisschen Bildmaterial wegschneiden und das Ganze und die ganze Sequenz ein bisschen beschleunigen. Ich habe die ganze Sequenz jetzt viermal schneller gemacht. Das heisst, das Video ist noch ein bisschen länger als 4 Sekunden. Und das sieht schon viel besser aus. Nach der Geschwindigkeit tue ich noch die Helligkeit und den Weissabgleich bearbeiten. Und dann ist es soweit, dass wir uns das fertige Video anschauen können.
Portal hier zu. Ja, ich bin am Fliegen. Aber es ist nur das Schisch. Wie geht's dir? Hoi. Ja.